Herzlich willkommen zum Immo-Webinar und zwar einer Spezialausgabe, denn heute haben wir nicht einen Gast im Studio, nicht zwei Experten, nein, wir haben gleich drei Gäste, die zu uns gekommen sind und zwar ist es der Fachverbandsobmann und seine Stellvertreter und wir werden eine Tour d'Horizon durch mehrere Immobilienthemen, die für Sie relevant sind, starten. Das Ganze werden wir so machen, dass im ersten Teil ich ein paar Fragen vorbereitet habe und die Gäste damit konfrontieren werde und im zweiten Teil, wie immer beim Immo-Webinar, haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wie machen Sie das? Einfach indem Sie Ihre Frage eintippen in den Bereich, der dafür vorgesehen ist, wahrscheinlich rechts oder unterhalb des Bereichs, wo Sie mich jetzt auf Ihrem Screen sehen, je nachdem, wie Sie das konfiguriert haben. Eintippen, abschicken, wir bekommen Sie in die Regie gespielt, die Regie sortiert das ein bisschen, ordnet das, fasst Sie vielleicht auch zusammen, weil zu mehreren Themen oft sehr viele Fragen kommen, sehr ähnliche Fragen und wir bekommen es dann ins Studio hereingespielt und werden sie beantworten. So, und spezial ist es wirklich, weil es eine Interviewrunde ist und ich freue mich, dass wir die Gäste heute begrüßen dürfen, allen voran Fachverbandsobmann Gerald Gollenz, herzlich willkommen. Morgen. Und seine Stellvertreter Michael Besetzki und Johannes Wild. Schön, dass Sie gekommen sind. Guten Tag. Erste Frage gleich einmal vorweg. Warum tut man sich das überhaupt an? Es ist ja auch nicht immer so leicht, wie wir auch in der Vergangenheit gesehen haben. Warum machen Sie das und was wollen Sie damit erreichen? Was sind Ihre Ziele eigentlich? Ja, warum tut man sich das an? Ich tue es mir nicht an, sondern erstens einmal wurde ich darum gebeten. Sie wissen, dass Georg Edlauer im Vorjahr entschieden hat, dass er aus persönlichen Gründen das Amt zurücklegen möchte. Ich habe ihm schon damals, wie er angetreten ist, gesagt, wenn Not am Mann gibt, dann bin ich da. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich glaube, dass der Fachverband und mit ihm die Fachgruppen in allen Bundesländern sehr gut aufgestellt sind. Ich glaube, dass es Spaß macht, für die Branche arbeiten zu dürfen. Und was mich betrifft, ich bin ja fast der Älteste in dem gesamten Bereich, habe ich 30 Jahre von der Branche so viel bekommen, dass ich glaube, dass man auch ein bisschen was zurückgeben kann. Und das versuche ich mit den Mitteln, die wir haben. Okay. Was peilen Sie an? Was sind die Ziele? Na, ich glaube, wir haben seit Jahren die gleichen Ziele. Das erste ist einmal, das Wichtigste ist, wir müssen schauen, dass wir das Arbeitsumfeld für unsere Mitglieder, für unsere Berufsgruppen so gut als möglich gestalten. Das gelingt uns nicht immer, das ist mir auch bewusst, weil wir ja nicht die sind, die alles entscheiden, sondern wir sind von einem maßgeblichen Faktor, nämlich der Politik, abhängig. Und es funktioniert das Zusammenspiel zwischen uns und der Politik, wenn man so lange, und ich bin jetzt seit fast 25 Jahren Funktionär, wenn man so lange dabei ist, funktioniert das relativ gut. Nur, wenn man so lange dabei ist, hat man auch schon sehr viele Politiker aufgebraucht. Das heißt, wir haben ja immer wieder mit neuen Politikern zu tun, wir haben es mit neuen Parteien zu tun, aber wir versuchen immer das zu machen, dass der Branche etwas bringt und dass wir den Mitgliedern das Arbeitsumfeld so leicht als möglich gestalten. Das ist das eine. Das andere ist, was für uns sehr wichtig ist, wir wollen sehr darauf achten, dass die Branche in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Nämlich so wahrgenommen ist, wie sie ist, nämlich als gute Branche, als Branche, die weit mehr zum Bruttosozialprodukt beiträgt, als manche behaupten. Wenn man so Diskussionen sieht und ich sehe dann die Kollegen der Tourismuswirtschaft und ich sehe die Kollegen der Seilbahnwirtschaft und was auch immer, dann ist das immer alles die riesengroße wirtschaftliche Bereicherung, aber unsere Branche trägt ziemlich gleich viel oder sogar mehr bei als andere Branchen. Und deshalb ist es uns wichtig, dass wir das auch der Öffentlichkeit näher bringen und dass wir entsprechende Medienarbeit auch machen, um den Berufsstand darzustellen, aber auch um zu zeigen, dass wir besser sind, als manche es meinen. Und das Dritte ist, worauf wir doch großen Wert legen, ist die Aus- und Weiterbildung. Ich glaube, dass für uns, gerade für unsere Branche,
und für alle drei Berufsgruppen es wahnsinnig wichtig ist, immer am letzten Stand zu sein. Wir haben daher gemeinsam mit den Fachgruppen hier ein sehr gutes Ausbildungssystem und jeder, der in unsere Branche will, muss etwas lernen, das ist ganz klar. Er muss auch etwas können, aber dann kann er das, was er umsetzen will, auch entsprechend umsetzen. Und ich habe schon gesehen, in dieser Zeit, wo ich jetzt dabei bin, dass sich da einiges verbessert hat. Und ich glaube, was die Ausbildung betrifft, brauchen wir uns vor keiner anderen Wirtschaft, vor keinem anderen Wirtschaftsfaktor verstecken. Unsere Mitarbeiter der Betriebe, aber auch die Chefs und die Eigentümer sind bestens ausgebildet und wissen, wovon sie sprechen und können damit auch dem Kunden gegenüber entsprechend auftreten. Ich glaube, das sind die drei wichtigsten Themen. Natürlich gibt es verschiedenste fachliche Bereiche, verschiedenste Unterthemen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Die werden wir vielleicht auch das können wir dann gerne besprechen. Wollen Sie uns vielleicht noch ein, damit wir ein Gesamtbild haben, jetzt da, Sie sind hier im Studio, wollen Sie vielleicht auch noch die Berufsgruppensprecher kurz nennen, dann haben wir einmal sozusagen einen aktuellen Status. Gerne, wir sind hoffentlich ja soweit bekannt, aber wir haben ja schon unter Georg Edlauer haben wir ein Gremium geschaffen, das zwar im Wirtschaftskammergesetz nicht vorgesehen ist, nämlich den erweiterten Vorstand, weil es uns wichtig war, so wie ich es schon in der OEZ gesagt habe, ich sehe mich nicht als Einzelkämpfer oder wir drei sehen uns auch nicht als das Gremium, das alles entscheidet, sondern es gibt bei uns einen Ausschuss, der alles entscheidet und ich möchte die Unterlagen oder die Beschlüsse, die wir vorlegen, auch breit aufgestellt wissen und deshalb haben wir den erweiterten Vorstand ins Leben gerufen. In diesem erweiterten Vorstand sitzen wir drei und die jeweiligen Berufsgruppensprecher mit ihren Stellvertretern. Und ich möchte mich bei den sechs Herrschaften recht herzlich bedanken. Das sind bei den Maklern der Arno Wimmer als Berufsgruppensprecher und Georg Spiegelfeld als ein Stellvertreter. Bei den Verwaltern die Edel Moll aus Innsbruck und der Roman Oberndorfer aus Salzburg. Und bei den Bauträgern der Hans-Jörg Ulreich und der Mario Zeudl aus Oberösterreich. Das Team, die sechs und wir drei, gemeinsam mit den Mitarbeitern des Fachverbandsbüros, wir versuchen, die Arbeit so gut als möglich zu erledigen. In einem sehr spannenden Markt, weil er sich gerade auch verändert. Wie würden Sie den Markt jetzt gerade kommentieren, wenn wir es jetzt auf Neubauobjekte eingrenzen? Wie sehen Sie das? Wie schätzen Sie den Markt aktuell ein? Er ist ja gerade schon in einem Wandel. Ja, wir haben also jetzt sicherlich zu einer relativ nicht einfachen Zeit, sage ich mal, den Fachverband übernommen. Was den Neubaumarkt betrifft, glaube ich schon, dass es eine gewisse Stagnation gibt. Wir haben derzeit noch immer Probleme mit den Preisen im Neubaubereich. Ich glaube, dass die Auftragsbücher jetzt der Baufirmen noch voll sind, höre aber schon, dass sich das im zweiten Halbjahr diesen Jahres ändern soll. Ich hoffe so. Ich bin mir aber sicher, das werden jetzt die Preise nicht fallen, aber zumindest wir bekommen einmal Preise und wir können auch entsprechend kalkulieren. Deshalb war es auch für mich ganz wichtig und ein Herzensanliegen, schon bevor ich Hauptmann wurde, dass wir diesen Neubaubericht gemeinsam mit der Firma Exploreal machen, auf den wir nachher später gerne näher eingehen können. Das ist ein ganz wichtiges Instrumentarium, das wir gemeinsam mit dem Preisspiegel haben, wo wir auch ein bisschen nach vorne blicken können, aber auch ein bisschen zurückblicken können. Und ja, der Neubaumarkt, momentan gibt es, sage ich mal, ein bisschen ein gedämpftes Verhalten, weil teilweise durch Covid noch Genehmigungen nicht vergeben wurden. Mhm. Die Preissituation ist ein Thema. Natürlich aufgrund der diversen Probleme, Energiekosten, KIM-Verordnung etc., was wir alles heute noch hören werden, ist auch die Nachfrage etwas zurückgegangen. Also wir haben momentan ein bisschen was gedämpft, aber die Studie hat es schon gezeigt, die Studie hat schon im Vorjahr gesagt, auch ohne die großen Energieprobleme, dass wir speziell in Wien, aber auch in Graz, Salzburg, um einige Prozent mehr in Entwicklung haben, als gebraucht wird, das haben wir gewusst. Und deshalb sind wir auch gut vorbereitet darauf. Okay. Gut, das betrifft den Neubau, Herr Bisetzki. Wie stellt sich das bei gebrauchten Immobilien dar? Ja, wir haben eine Marktentwicklung gesehen, die letzten 15 Jahre, kann man sagen, 13, 15 Jahre ununterbrochen eigentlich bergauf gegangen ist, wo wir gemerkt haben, dass die Bestände immer kleiner wurden, also dass speziell auch in der Pandemiezeit
ein regelrechter Ausverkauf auch der gebrauchten Immobilien stattgefunden hat. Das heißt, die Maklerinnen und Makler sind also wirklich gelaufen um jeden einzelnen Auftrag. Es war ein wirklicher Mangel an Objekten, der natürlich neben dem, dass natürlich auch stark in Immobilien investiert wurden durch die Maßnahmen der EZB etc., wirklich sehr viel Geld in Immobilien investiert wurde, im Neubau, aber vor allem auch im gebrauchten Bereich, dass hier die Preise getrieben sind, dass gerade die letzten 3 Jahre eigentlich Preissprünge deutlich in zweistelliger Höhe vorhanden waren. Jetzt kann man sagen, dass diese Bewegung, die eigentlich ein immer aufwärts war und ein ständiger Mangel an Angebot, ja eigentlich sich sehr abrupt verändert hat. Es ist durchaus im ersten Halbjahr noch in etwa so gelaufen wie die letzten Jahre, mit einem steilen Bergauf, mit starken Finanzierungsnachfrage, mit einer starken Nachfrageüberhang. Viele Immobilien wurden, ich sage jetzt einmal, auch durch diverse digitale Verfahren dementsprechend vermarktet. Und wir haben jetzt schon gespürt im ersten Halbjahr 2022, dass es doch aufgrund der Unsicherheit, Krieg in Europa und all diesen Dingen zu einer Veränderung des Verhaltens gekommen ist. Natürlich Inflation, steigende Energiepreise, all diese Dinge, also die Verunsicherung jetzt einmal, ohne alle die Dinge aufzuzählen. Dann natürlich auch dazu die Preissteigerung, also die Zinsensteigerung. Das heißt, die Zinsen sind das erste Mal seit 5, 6 Jahren wieder doch wesentlich gestiegen. Ich sage jetzt einmal auf ein Niveau, das uns jetzt nicht erschrecken muss, wenn man es in etwas längeren Zeitraum sieht. Ja. Ja. Also 4% Zinsen oder 4,5% für einen 15-20-jährigen Fixzinssatz ist, wenn man es jetzt über 15 Jahre sieht, und wir sind alle schon etwas älter, durchaus ein Zinssatz, der gar nicht schrecklich ist. Aber es ist einmal sehr ungewohnt. Es sind 5, 6 Jahre gewesen, wo wir also über Nullzinsen gesprochen haben. Es war nicht ganz so, aber 1 bis 1,5% variabel bis zu 2% fix war durchaus üblich. Das hat schon einmal einen gewissen Faktor bekommen, aber dann natürlich schon auch, glaube ich, sehr speziell und ich glaube, zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt hier die KIM-Verordnung, die dann noch wirklich für die vielen, die finanzieren möchten, es sehr schwer gemacht hat, zu einer Finanzierung zu kommen durch die fehlenden, durch die ich sage jetzt einmal doch überzogene Behandlung der Zwischenfinanzierung. Die Eigenmittel spielen sicher auch eine Rolle, vor allem aber auch die Schuldendienstquote mit 40%, die zu knapp bemessen ist und die gerade auch in der Kombination, dass die Zwischenfinanzierung jetzt voll mit hineingerechnet wird in die Finanzierung, damit eigentlich den Spielraum ausgelöscht hat. Und wir sehen auch, dass die Banken wesentlich weniger finanziert haben. Alle diese 3 Faktoren haben aber mit sich gebracht, dass die Nachfrage nach Eigentumsimmobilien sehr, sehr stark abgesunken ist. Wir haben hier Werte auch von einer Immobilienmaklerfirma, die gesagt haben, es hat sich in etwa ein Drittel bewegt und es hat sich umgedreht. Haben vorher 60% der Kunden nach Eigentum gefragt und 40% nach Miete, hat sich das jetzt vollkommen umgedreht. Mhm. Miete ist angestiegen. Mhm. Ich glaube auch, dass die Makler, die im Mietmarkt arbeiten, unabhängig jetzt vom Bestellerprinzip oder ähnliches, merken, dass die Nachfrage deutlich stärker ist, auch nach größeren Wohnungen wieder und dass auf der anderen Seite eben die Nachfrage im Eigentum wirklich sehr, sehr stark zurückgegangen ist, wodurch natürlich jetzt auch die Bestände, die sehr klein sind, langsam steigen. Es ist jetzt noch keine üppige Auswahl, ja. Aber es ist natürlich jetzt eine sehr ungewohnte Zeit für die Maklerinnen und Makler und ich sage jetzt auch für die Verkäuferinnen, die dementsprechend sich hier einstellen müssen. Und wir haben jetzt wieder dieses Thema als Makler. Auf der einen Seite Verkäufer, die sich an den Höchstpreisen der letzten 1, 1,5 Jahre orientieren und Käufer, die sagen, naja, also ganz so die Spitze wollen wir nicht brechen, es ist ja nicht so, dass rundherum, weiß ich, wie viele Käufer stehen. Also hier die Diskrepanz wieder und die Aufgabe des Maklers wieder, den Wunsch des Verkäufers und das, was der Käufer bezahlen möchte, zusammenzuführen. Die Verwertungszeiten werden wieder länger. Der Bestand wird sich zunehmend etwas vergrößern, weil eben auch die Verwertungszeiten länger werden. Aber trotzdem glaube ich, dass wir einerseits hoffen können, dass in der KIM-Verordnung doch die eine oder andere Anpassung passiert und dass wir hier
doch ein stabiles Preisniveau erwarten dürfen. Und auch wenn die Nachfrage jetzt noch Jänner, Februar sehr gering bleibt, ich würde doch erwarten, dass im Frühjahr es hier zu einer Erholung kommt, auch wenn sich die Leute gewöhnt haben an die höheren Energiepreise, an Inflation, die auch vielleicht wieder etwas zurückgeht, ja. Dass es da dann zu einem Gewöhnungseffekt kommt. Die Leute verdienen mehr, sie sehen, dass sie mehr verdienen. Und dass dann im zweiten Quartal wieder eine Erholung des Gebrauchtimmobilienmarktes eintritt. Kurze Nachfrage, jetzt habe ich herausgehört, Sie rechnen damit, dass die KIM-Verordnung doch relativiert wird. Also ich hoffe es. Es gibt ja Wesentliche in diesem Land, die das möchten. Das sind Landeshauptleute, Landeshauptfrau, es ist der Finanzminister, es ist die Bankenbranche, es ist die Immobilienwirtschaft. Ich hoffe doch, dass hier die notwendigen Anpassungen, ich glaube jetzt vor allem im Bereich der Zwischenfinanzierung, im Bereich der Schuldendienstquote, hier angepasst werden. Bei allem Sicht fürs Risiko und dass das Risiko überschaubar bleibt, also nicht die Maßnahmen als solches, aber hier Anpassungen, um die Spitzen herauszunehmen, dass das kommen sollte. Also ich hoffe hier und bin zuversichtlich, dass da insgesamt der Druck all der Genannten ausreichen wird, dass hier Anpassungen erfolgen. Gut, jetzt kurz noch ein Sprung zurück. Vielleicht diese Kooperation da mit Exploreal auch zu erklären. Was ist das genau? Was kommt da raus? Was kann man dadurch auch jetzt sagen über den Markt? Ja, wir haben gemeinsam mit der Firma Exploreal unseren sogenannten Neubaubericht entwickelt, wo wir alle Projekte, die neu gebaut werden, also als Projekte über 5 Wohneinheiten, die in Österreich neu gebaut werden oder gerade in Entwicklung sind oder gerade fertiggestellt wurden, quasi taggenau haben. Ja. Es gibt hier jährlich eine Evaluierung für alle Bundesländer. Das heißt, Sie sehen in diesem Bericht, wo wird etwas gebaut, wer baut, für uns ganz wichtig. Also der allgemeine Tenor war ja oder ist nach wie vor, es gibt die gemeinnützigen Bauvereinigungen, die bauen sehr viele Wohnungen, und dann gibt es uns Gewerbliche und dann bauen wir halt auch ein bisschen was. Ja. Wenn ich mir das anschaue dann genau, und dann sehe ich halt, dass zum Beispiel in der Steiermark oder auch in Wien, 2/3 aller Wohnungen von uns Gewerblichen gebaut werden und der Rest wird von den Gemeinnützigen gebaut, dann ist es auch für uns ein wichtiges Instrumentarium, wenn es darum geht, unsere Interessen auch bei der Politik durchzusetzen, weil es ist nicht immer nur die geförderte oder Sozialwohnung wichtig, sondern auch die Wohnung, die wir im gehobenen Segment bauen. Also das auch mit Zahlen untermauern zu können. Das ist genau das mit Zahlen wird damit untermauern. Gemacht. Wir wissen nicht nur, wie so die Musterwohnung ausschaut, wie viel Nutzfläche sie hat, wie viele Balkone etc., sondern wir wissen ganz genau, was ist Eigentum, was ist Miete, wer baut und wie lange wird sie wem zur Verfügung gestellt. Und dieser Bericht ist auch den Mitgliedern verfügbar? Der Bericht ist den Mitgliedern verfügbar, wird auch von allen Bundesländern jährlich im Rahmen einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt, wo man dann genau sieht. Und heute ein Projektentwickler oder ein Bauträgerkollege kann sich diesen Bericht anschauen und sagen, ich habe jetzt eine Liegenschaft vor, dort zu kaufen. Wie schauen wir aus? Gibt es in diesem Bereich genügend Projekte oder brauchen wir was? Okay, danke. Herr Wild, das erneuerbare Wärmegesetz. Das wirft ja auch ein bisschen, oder wirft jetzt keine Turbulenzen unbedingt auf, aber es ist eine Neuerung. Was heißt das für die Branche? Nun, das Gesetz beschäftigt mich jetzt seit, mittlerweile sind es bald eineinhalb Jahre. Leider wurden wir im Ministerium da nicht so wirklich eingebunden in der Entstehung und wir wurden dann konfrontiert im Juni vorigen Jahres, kurz vor dem Bundestag, in Tirol, mit dem Erneuerbaren Wärmegesetz, aber das erste Mal auch, wo ich das kurz präsentieren dürfte. Warum geht es da grundsätzlich? Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen. Das Gesetz gibt es als Vorlage. Angeblich gibt es jetzt ja Ende Jänner dann der nächsten Termin. Ein paar Dinge, die in dieser Vorlage schon drinnen gewesen sind, sind zum Beispiel ein zentraler Hausanschluss. Beziehungsweise eben der Ausstieg, der grundsätzliche Ausstieg aus fossilen Brennstoffen logischerweise. Das heißt, beginnend mit Ölheizungen aus dem Jahr 1980, die in den nächsten 2 bis 3 Jahren eigentlich schon zum Entfernen wären. Beziehungsweise eben bis 2040, wo dann Gaszentralheizungsanlagen dann gänzlich verboten sind.
Das betrifft das halt nicht nur uns als Hausverwalter, in Wirklichkeit trifft es auch die Makler. Zeigt immer absichtlich an Michael als Maklersprecher im Vorstand. Weil das betrifft alle Liegenschaften, es betrifft alle Einheiten, es betrifft jedes Einfamilienhaus, es betrifft jedes Wochenendhaus, es gibt keinen Mietgegenstand, den es dann nicht betreffen würde. Und die wesentlichen Dinge darin sind zum Beispiel auch ein Zentralisierungsgebot in dieser Vorlage. Und wie weit ist es möglich zu zentralisieren? Muss ich auch zentralisieren, wenn der Dachgeschossausbau mit Wärmepumpen schon passiert ist und nur die darunterliegenden Wohnungen haben noch Etagenheizungen, also mit Gasetagenheizungen? Auch die müsste ich ja zentralisieren. Und diese Dinge sind wir noch am Verändern. Eins, was wir schon verändert haben oder was wir schon geschafft haben, ist, dass dieser gänzliche Ausstieg aus Gas, wenn man die Möglichkeit hat, zum Beispiel auf Biogas umzusteigen, dass das schon sehr wohl auch eingearbeitet werden soll, dass man eben grünes Gas verwenden darf. Das ist schon ein erster Schritt und in die Richtung kann es auch oder soll es auch dann weitergehen, wenn ich schon überhaupt keine andere Möglichkeit habe, auch mit Gas zu heizen. Also statt Gas zu heizen, weil ich eben die Lagermöglichkeiten nicht habe oder eben keinen Fernwärmeanschluss bekomme in irgendeiner Art und Weise, weil das ja auch bevorzugt sein soll. Okay, kurzer Überblick einmal. Danke, Sie werden uns up-to-date halten. Wir werden Sie up-to-date halten, auch mit den entsprechenden Immo-Webinaren, wie wir es ja sonst auch zu vielen Themen, die wir heute besprechen, machen. Ein Thema, das uns dann vielleicht auch betreffen wird, man hört, das BTVG sollte oder wird eventuell novelliert. Was kann man dazu sagen? Ich sage jetzt einmal, ja, leider. Man denkt darüber nach, das BTVG zu novellieren. Es gab dazu auch schon eine Enquete und ich durfte dort teilnehmen und habe, glaube ich, relativ klar deponiert, dass es nicht unser Wunsch ist, dieses Gesetz zu novellieren. Warum? Weil es eigentlich keinen Handlungsbedarf gibt. Das Bauträgervertragsgesetz funktioniert bis auf ganz wenige Ausnahmen, was vielleicht die Baufortschrittsmeldungen etc. betrifft, sehr gut. Es gab auch seit Beginn dieses Gesetzes kaum Probleme damit. Es ist mir klar, dass der Wunsch hier speziell der größeren Bauträger kommt, weil sie eine gewisse Verschiebung der Zahlungsmodalitäten haben wollen, speziell bei Projekten, wenn man ein Holzhaus zum Beispiel baut, stimmen die Baufortschrittszahlungen nicht mehr ganz mit der Wirklichkeit überein. Aber okay, darüber kann man diskutieren. Das sind Details. Ja, das sind Details, aber es sind da natürlich auch andere Themen dabei und ich befürchte, dass es dann Begehrlichkeiten gibt von Seiten der Konsumentenschützer, dass man dann anfängt zu diskutieren, das müssen wir neu machen, das müssen wir neu machen, das müssen wir neu machen. Und deshalb glaube ich, dass es momentan nicht viel Sinn macht, hier darüber zu sprechen. Die Gespräche laufen, aber wir werden uns sicherlich nur ganz sachte damit befassen und schauen, dass es hier zu keinen großen Änderungen geht, weil das einmal endlich ein Gesetz ist, wo ich glaube, dass es wirklich toll funktioniert. Und daher eigentlich nicht angreifen. Wir sehen keinen Handlungsbedarf. Ja, okay. Wohnrechtliche Situation, was erwartet uns da? Welche Änderungen beschäftigen uns noch immer? Kurz, dass wir dieses Thema anstreifen. Wer will dazu Stellung nehmen? Naja, im wohnrechtlichen Bereich, glaube ich, sind wir in der Form insgesamt befasst, weil sehr viel rund um das Mietrecht speziell auch diskutiert wird. Wir sind unterbrochen konfrontiert mit Forderungen von Deckeln, von Nicht-Anpassungen, von weiteren Ideen, wie denn hier das Wohnen billiger werden kann. Unser Ansatz ist hier natürlich, dass wir das insofern als gefährlich sehen, denn nur Wertanpassungen nicht durchzuführen, bedeutet natürlich eigentlich reale Mietzinssenkungen und das in einem Bereich, wir reden in der Wohnungswirtschaft, wir sind für ein Drittel der CO2-Äquivalente verantwortlich oder die Immobilien produzieren ein Drittel der CO2-Äquivalente, die wir im Ausstoß haben. Allerdings brauchen wir 70-75% aller Investitionen in Umweltschutz in Immobilien. Und wenn wir jetzt gleichzeitig die
Einnahmen und die wirtschaftliche Basis hier durch diese Forderungen unterminieren, sprich Mieten ja sogar real senken wollen und gleichzeitig aber einen Investitionsbedarf haben, der enorm ist, dann ist es ein Spannungsfeld, wo ich sage, die Wohnung ist möglicherweise irgendwann leistbar, aber nicht mehr beheizbar. Und das kann also keine Zielsetzung sein. Ich glaube, wir müssen hier einmal wirklich einen Sprung machen und sagen, was soll 2040 und 2050 erreicht werden oder erreicht sein? Und da werden wir merken, dass wir auch mobilisieren müssen in der Form, dass die Nachhaltigkeit eines Gebäudes relevant ist, auch für das, was ich dort verlangen darf, weil ja gleichzeitig der Mieter auch dementsprechend geringere Energiekosten hat. Und dass wir uns hier aus diesem Tagesgeschäft und klar herausbewegen und sagen, wo wollen wir hin? Und dass wir die Investitionen ermöglichen, dass Anreize für Investitionen hier gegeben sind, die Sanierungsrate wesentlich ansteigen muss. Das sind eigentlich die Herausforderungen. Und wir müssen zuerst sanieren und dann die fossilen Wärmeaufbereitungsanlagen wechseln, weil auch dies ist eigentlich die Sanierungsquote zu erhöhen, muss das Thema sein, hier Anreize zu schaffen in mietrechtlicher und in steuerlicher Hinsicht. Mhm. Und das wird auch ein permanenter Teil unserer, ich sage jetzt auch Forderungen und Wünsche an die Politik sein. Mhm. Ich bin da also ein bisschen noch näher dran, nicht nur im weiten Blick nach vorne, weil das ist ja unser Ansatz auch, dass man eben thermisch saniert, Wärmedämmung anbringt und eigentlich dafür mehr Miete bekommen soll. Das ist in Wirklichkeit auch der Sinn und Zweck von unserer Arbeit, unserer Interessensvertretung. Und wobei es auch mit einem erneuerbaren Wärmegesetz ohne wohnrechtliche Begleitgesetze nicht gehen wird. Das ist etwas, was momentan auch in diesem Entwurf noch nicht definiert ist. Ich brauche Duldungsrechte. Wie darf ich in die Wohnung rein, damit ich die Wohnung austauschen darf? Welche Dinge darf ich in Wirklichkeit überhaupt einmal sanieren? Ja. Was darf ich angreifen, was nicht? Was ist, wenn sich ein Wohnungseigentümer wehrt? Das ist sein Eigentum. Also Eingriff in das stärkste Recht, das wir haben, Eigentumsrecht. Ja. Also da bedarf es natürlich noch weiteren Regelungen und das beschäftigt uns sicher jetzt noch das nächste halbe Jahr, hoffe ich, dass das noch zumindest ein halbes Jahr dauert, damit man nicht irgendwie als Unausgegorenes dann wieder präsentiert, so ähnlich wie zum Bestellerprinzip, dass das nicht so ist, dass das wirklich ja wieder über uns in Wirklichkeit etwas entschieden wird. Ja, wohnrechtlich, was hat sich noch getan bei uns im letzten halben Jahr, Jahr in Wirklichkeit? Wir Verwalter waren massiv beschäftigt mit Wohnungseigentumsgesetzänderung, mit neuen Mehrheiten, die wir finden mussten, neue Rücklagen, die wir vorgeschrieben haben, was natürlich unglaublich besonders spannend ist. In der Kommunikation mit unseren Wohnungseigentümern, wenn man in die Rücklage erhöht, obwohl er eine neue Vorschreibung für den Strom bekommen hat, eine neue Vorschreibung für das Gas bekommen hat. Und da tun wir dann auch noch gleich einmal die Rücklage so oben drauf toppen zum Erhöhen. Das hat dann, ich spreche allen Wohnungseigentümern wahrscheinlich da, also nicht nur Wohnungseigentümer, sondern allen Verwaltern von Wohnungseigentümern aus der Seele, wenn ich sage, das war ein erhöhter Kommunikationsbedarf, um das gelinde gesagt zu haben. Sie haben ein Stichwort jetzt genannt, Bestellerprinzip, vielleicht ganz kurz abgehandelt. Was ist da der aktuelle Status, damit wir up to date sind? Ja, ich möchte jetzt gar nicht auf den Inhalt eingehen. Ja. Es wird vielleicht auch in den Fragen dann Thema sein, was ist der Status? Es gibt den Ministerratsbeschluss, der eben Ende des Vorjahres getroffen wurde. Als nächstes würde es jetzt in den Nationalrat kommen, wird bei der nächsten Sitzung dem Bautenausschuss zugewiesen. Die nächste Sitzung ist nach der derzeitigen Stand der Dinge am 31. Jänner. Das bedeutet, dass es in der Bautenausschusssitzung, die im Jänner ist, nicht mehr behandelt wird, sondern erst in der nächsten. Das ist voraussichtlich Mitte März. Und erst dann, nach Behandlung im Bautenausschuss, kann es dann vom Nationalrat beschlossen werden. Das heißt, der derzeitige Stand ist Ende März, Anfang April, dass es im Nationalrat beschlossen werden wird. Die Ministerratsvorlage liegt uns vor. Wir haben hier noch zwei inhaltliche Punkte, die für unsere Branche sehr wichtig sind, eingebracht. Und der andere Punkt ist, nachdem es jetzt wahrscheinlich erst mit Ende des ersten Quartals beschlossen wird, hoffen wir,
und erwarten wir, dass die Zusage 6 Monate bis zur Gültigkeit eingetrifft. Das heißt, wir erwarten hier auch dann eine Verschiebung auf den 1. Oktober zumindest. Das wird unsere zentrale Forderung zum Bestellerprinzip sein. In der Sache kann man nur unglücklich sein, aber wir haben alle lange gewusst, dass es kommt und wir haben es bis jetzt aufhalten können. Aber wie gesagt, zu den inhaltlichen Punkten vielleicht dann auch bei den Fragen. Vielleicht oder ziemlich sicher noch durch die Publikumsfragen. Danke. Ich möchte jetzt kurz einen Schwenk machen. Ich persönlich bin jetzt nicht Mitglied, aber Sie können mich jetzt sozusagen symbolisch als Mitglied sehen. Was tut der Fachverband für mich? Was sind die Aktivitäten, wie außer diesen Forderungen, die Sie jetzt ja auch durchaus schon sehr dicht genannt haben, aber wie schaut denn die Interessensvertretung als Arbeit aus? Wie teilt sich das auf? Was ist der PR? Was sind politische Forderungen? Vielleicht können Sie uns da einen Einblick ein bisschen mal geben. Man muss da ein bisschen unterscheiden. Also ich sehe jetzt den Fachverband nicht als 10. Fachgruppe, sondern die tatsächliche Interessensvertretung, der direkte Kontakt mit den Mitgliedern passiert natürlich und das sehr gut über die jeweilige Fachgruppe. Was wir machen können ist, das habe ich schon eingangs gesagt, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen, sowohl für die Fachgruppen, damit sie ihre Mitglieder entsprechend betreuen können, aber es gibt auch direkte Maßnahmen, zum Beispiel, wenn ich mir den Marktplatz hernehme, das ist ein Projekt des Fachverbandes, das ja wieder dann den Maklern vor oder auch in dem Fall auch den Verwaltern in den Bundesländern zugutekommt. Das machen wir. Wir werden jetzt, und das war bis jetzt ein bisschen ein Stiefkind, geschuldet auch vielleicht der Altersstruktur im Fachverband, dass Social Media bei uns nicht gerade ganz an der obersten Agenda gestanden ist. Mhm. Aber nachdem wir jetzt einen Jungen im Vorstand haben oder fast Jungen, der sich damit befasst, werden wir jetzt auch ein bisschen vermehrt versuchen, dort etwas zu machen. Sprich, wir haben die Öffentlichkeitsarbeit, speziell auf Social Media, hier entsprechend verstärken. Ja, und dann werden wir halt versuchen, und das ist wahrscheinlich eine meiner Hauptaufgaben, die Erfahrung oder die Funktionärstätigkeit, die langjährige, zu nutzen und vielleicht mit den Politikern anders zu reden, als sie es gewohnt sind, sage ich einmal, die Politiker, weil es ganz einfach so ist, und ich sage das jetzt auch ganz offen, ich akzeptiere Aussagen einer Frau Tomaselli nicht, die eine Berufsgruppe quasi als Verbrecher hinstellt und auch vor einer Kamera sagt, wir werden alles tun, damit diese Herrschaften sicherlich nicht hinten herum wieder zu einem Geld kommen. Das kann es nicht sein. Das ist, diese Politiker brauchen wir in Österreich nicht. Tragisch dabei ist, dass wir das sogar geschrieben haben, aber sie hat sich darauf nicht reagiert, also es war ihr anscheinend egal. Aber, und diese Art des Zusammenarbeitens, das muss eine andere werden. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir als Hauptaugenmerk auch für die nächsten Jahre haben. Und das kommt dann wieder direkt dem Mitglied zugute. Aber was alles heißt das konkret? Das Klima des Gesprächs ändern oder heißt das? Na, einfach offen. Wir hatten jetzt gemeinsam mit Michael Besetzki ein sehr gutes Gespräch bei einem Nationalratsabgeordneten, wo wir ganz offen diskutiert haben und der dann gesagt hat, und das Gespräch wünscht er sich 3-mal im Jahr, damit wir uns austauschen können. Mhm. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wir haben, selbstverständlich sind wir für eine Wählergruppe angetreten. Ja? Aber ich sehe unsere Aufgabe über die Parteigrenzen hinweg, hier die Gespräche zu führen. Mhm. Ich werde genauso mit FPÖ-Abgeordneten reden wie mit Grünen. Ich habe schon mit Grünen Abgeordneten gesprochen und werde auch den Kontakt zur Sozialdemokratie suchen, weil es uns um die Sache geht und nicht um Politik. Mhm. Und wir werden, was zum Beispiel das Bestellerprinzip betrifft, auch hier, sage ich jetzt mal, Wünsche an unsere eigenen Abgeordneten deponieren. Werden wir sehen, wie das dann funktioniert. Aber das wollen wir eben ein anderes Gesprächsklima suchen, als seitens der Politik momentan an uns herangetragen wird. Mhm.
Stichwort Aus- und Weiterbildung, ist da irgendwas weiter geplant? Oder? Ich glaube, dass das funktioniert über die Fachgruppen perfekt. Mhm. Ja, jede Fachgruppe hat ihren eigenen Stil, die einen machen so, die anderen machen es über andere Organisationen. Wichtig ist dabei, dass man immer am letzten Stand ist. Hier gibt es je von uns auch entsprechende Vorgaben und wir besetzen ja auch großteils in den Bundesländern die Prüfungskommissionen, sodass man immer schaut, dass diejenigen, die zur Prüfung kommen, auch immer am letzten Stand der Ausbildung sind. Und ich glaube, unsere Branche ist da sehr gut aufgestellt. Gut. Jetzt versetze ich mich wieder in die Lage des Mitglieds. Ich kann Immo-Webinare natürlich anschauen, auch das. Bundestag gibt es? Bundestag wird es wieder geben heuer im September. Ich hoffe, ich sage es richtig, 20. bis 22. September, Mittwoch bis oder Donnerstag bis Freitag. In Kärnten diesmal. Danke an die Kollegen in Kärnten. Es wird in Velten stattfinden. In den nächsten Tagen werden wir auch die Unterlagen bekommen und dann entsprechend ausschicken. Also da lade ich Sie schon jetzt ein, teilzunehmen. Auch wenn Sie kein Mitglied sind, können Sie selbstverständlich auch gerne teilnehmen. Ich glaube, dass der Bundestag immer nicht nur sehr interessante Vorträge bietet, sondern man trifft sich wieder, man lernt neue Leute kennen. Speziell in den letzten Jahren hat sich da ein Generationswechsel herausgezeigt. Und wir haben sehr viele junge Mitglieder, die dorthin kommen, sich mit den Älteren treffen und austauschen. Und kannst du nur einladen, alle Mitglieder das zu besuchen. Ich würde ergänzen, Bundeslehrlingstag, den wir natürlich wieder in bewährter Weise durchführen. Da möchte ich auch den Roman Oberndorfer erwähnen, der also hier sich extrem eingebracht hat, dass es den gibt und dass es ihn weitergibt. Das heißt, Lehre forcieren, weil wir sagen, Ausbildungsmöglichkeiten, Lehre forcieren, auch durch den Bundeslehrlingstag als Zeichen für ganz Österreich, aber natürlich auch dann durch Aktivitäten in den Fachgruppen. Dann gibt es ja jede Menge universitäre Ausbildung, Fachhochschulen und so weiter. Das ist sehr dicht gesät. Was wir jetzt uns gerade im Osten Österreichs bemühen, ist, dass wir auch in die Initiative gehen, Leute für unsere Branche zu interessieren. Wir haben bemerkt, dass sehr viele MitarbeiterInnen eigentlich aus unserem Dunstkreis kommen, aber dass der Wissensstand über unsere Berufsgruppen eigentlich darüber hinaus sehr gering ist. Und hier wirklich bewusst auch durch eine Online-Kampagne, durch eine Autofon-Kampagne Leute auf uns aufmerksam machen, Berufsquereinsteiger auch zu suchen, die wir dann über die Assistenzausbildung, über die Referentenausbildung in den Betrieben ausbilden, wo wir aber auch Informationsabende zur Verfügung stellen, damit man sich einmal informiert, was tun denn eigentlich Verwalter, was tun Makler, was tun Bauträger, um also hier die Interessenten quasi heranzuführen und vielleicht auch zu einer Bewerbung zu führen. Wir haben damit auch eine Jobplattform mittlerweile gegründet, wo also die Stellen offen sind. Wir haben alleine in Wien, da weiß ich es genau, darum darf ich das hier zitieren, fast 200 Stellen offen. Also wirklich mit Interessenten für die Branche interessieren und natürlich auch in die Ausbildung bringen und hier auch mit E-Learning-Programmen etc. die Mitglieder zu unterstützen. Also ich glaube, eine recht runde Geschichte und auch ein wesentlicher Teil unserer Arbeit. Mhm. Darf ergänzen, dass wir auch bei der BEST dabei sind heuer. Ja, genau. Berufsinformationsmesse oder Studienmesse. Der Fachverband gemeinsam mit den Fachgruppen wie Niederösterreich-Burgenland hat einen Standort, ist auch besetzt von den Mitarbeitern und da können sich die Leute dann informieren über unsere Ausbildungsmöglichkeiten und so weiter. Stichwort Kollektivvertrag ist verhandelt. Gibt es da inhaltlich auch Änderungen, Neuerungen? Kollektivvertrag betrifft mich wieder als Verwalter ganz intensiv. Es ist immer wieder erstaunlich, wie kurz das Halbzeitwissen ist, was man in den vorigen Verhandlungen schon mal besprochen gehabt hätte beim Kollektivvertragsverhandeln und dann wiederum wieder neu vorbringen muss und dann gesagt wird, na, Vergangenes ist vergessen. Nur, wir haben es geschafft, einen Abschluss von 7,8% zu schaffen, quer über alle Verwendungsgruppen. Ich glaube, das war ein guter Abschluss. Ich glaube, das war sogar ein sehr guter Abschluss. Was uns da entgegengewunken hat, waren halt natürlich unsere Erhöhungen beim Verwaltungshonorar, die normalerweise entweder wertgesichert sind oder das MAG-Honorar ja heuer in Wirklichkeit dreimal erhöht worden ist. Wobei das natürlich keine Erhöhung war, die ersten zweimal, sondern nur das Nachziehen aus den letzten
vier Jahren, wo es eben verhindert worden ist, dass man es in irgendeiner Art und Weise erhöhen darf. Das ist uns auch wieder angerechnet worden, darum haben wir auch ein gutes Ergebnis. Was wesentlich ist in den Verhandlungen, was sich eigentlich im Text auch jetzt verändert hat, war, dass wir auch gemeinsam wirklich eben mit der Arbeiterkammer und der Gewerkschaft das vereinbaren konnten, dass wenn Betriebe die Mitarbeiter 3 Jahre lang nicht weiterbilden, also wenn es eben solche IMO-Seminare nicht besucht werden, wenn die nicht angeboten werden, nicht konsumiert werden, darf sich der Mitarbeiter einen Arbeitstag für Weiterbildungszwecke, natürlich wieder branchennahe, er darf nicht den Yogakurs machen, allerdings eine Fortbildung in einem Webinar mit Ihnen oder auch mit Dr. Kittel oder so, dann ja. Darf er das auch so besuchen. Aha, okay. Ganz wesentlich auch zum Thema Aus- und Weiterbildung. Dann genau. Relevant. Ich glaube, das forciert auch unseren Weitergedanken mit Aus- und Weiterbildung. Es begleitet mich ja auch schon mittlerweile seit 30 Jahren in der Branche, dass genau das Hauptthema war oder ist. Und ich glaube auch, dass wir unsere Mitarbeiter wirklich auf ein großartiges Niveau gebracht haben. Und die Forderungen waren eigentlich sogar 3 Tage. Wir haben es dann eher auf einen Tag reduziert. Aber in Wirklichkeit haben wir auch kein Problem damit, auch 3 Tage zu machen, weil wir eh wissen, dass wir unsere Mitarbeiter permanent schulen und auf Weiterbildungen schicken, weil sich so viel ändert und wir das einfach brauchen für unser tägliches Arbeiten. Ja. 2 Themen hätte ich jetzt noch, bevor wir dann zu den Publikumsfragen kommen. Versicherungsschutz gibt es, das ist auch eine ganz wesentliche Leistung, auch an Sie gerichtet. aber eine ganz wesentliche Leistung auch des Fachverbandes. Was ja, es kann einmal was daneben gehen. Ne? Was uns auch verwalten, aber passieren kann, ist, dass ist auch einer klugen Hände schon mal ein Dreck gefallen. Dann gibt es eine Versicherung. Ja. Gott sei Dank, wir haben 2 Versicherungen als Verwalter. Das eine ist die Vertrauensschaden, Haftpflichtversicherung, das andere ist die Vermögensschaden. Vermögensschaden kennen Sie, Sie können anmelden und sagen, habe ich einen Blödsinn gemacht, ich habe den Schlüsselbund verloren und der Schlüssel wird ersetzt, weil er verloren worden ist als Verwalter. Es ist eine Rechnung an einer Konkursfirma zu viel überwiesen worden und ein Zahlungsirrtum entstanden und zahlt die Vermögensschaden. Was wir allerdings noch zusätzlich haben, und das ist, glaube ich, unser Kind des Magister Edlauers war auch vor allem, ist unsere Vertrauensschadenhaftpflichtversicherung. Ich glaube, da sind wir in der Berufsgruppe überhaupt grundsätzlich in Österreich ziemlich die Einzigen, die so etwas haben, dass man auch im Betrugsfall, wenn ein Mitarbeiter betrügt, wenn der Unternehmer betrügt, eine entsprechende Versicherung haben. Und wir haben das, glaube ich, seit 7 Jahren installiert. Es ist nicht immer einfach, auch die richtige Versicherung zu finden. Und da gibt es auch immer ein paar Stolpersteine dazu, weil es eben so einzigartig ist. Allerdings, wir haben keine Diskussionen mit unseren Wohnungseigentümern oder Mietern, dass irgendwie Geld veruntreut werden könnte. Oder wenn man mit dem konfrontiert wird, kann man sagen, wir sind die einzige Branche, die es gibt. Ja, wenn das gestohlen wird, wenn das veruntreut wird, dann ist dein Geld bei uns immer sicher, weil wir haben diese Vertrauensschadenhaftpflichtversicherung und wir haben auch ein paar Schaden schon gehabt, ja. Gut abgewickelt worden sind. Mittlerweile sind wir bei 6 Millionen Euro, darf das, glaube ich, gar nicht laut sagen, aber das wurde schon bezahlt, weil es eben viele Fehler gegeben hat und niemand zu Schaden gekommen ist, also weniger zu Schaden gekommen ist und wir dementsprechend da keine schlechte Publicity dadurch erhalten haben. Okay. Letztes Thema von mir, was mir einfällt, ist der Marktplatz und da denke ich, richte ich mich in Ihre Richtung. Was ist denn da der Status quo? Ja, der Marktplatz, das langjährige, nicht ewige, das langjährige Projekt. Wir sind hier ja durch Partner, auch durch eine Klage und etc. sehr viel aufgehalten worden, aber zum aktuellen Stand. Es ist jetzt so, dass wir eine Mitgliederumfrage gemacht haben, aufgrund derer wir jetzt die Nutzungsbedingungen überarbeitet haben. Die werden jetzt im Jänner noch fertig und publiziert. Wir haben sehr lange gerungen, dass wir auch eine B2C-Lösung, ein Immobilienportal machen können. Das war auch die Geschichte, die durch die Klage beeinträchtigt war. Das wissen wir jetzt, dass wir haben. Sie ist fertig. Wir werden sie auch dieses Monat noch online stellen.
Wir werden dementsprechend dann ab Februar mit den Mitgliedern neu kommunizieren, sie auf die neuen Dinge hinführen. Ich glaube auch, dass die Marktsituation jetzt, die Immobilie wird einem nicht mehr aus den Händen gerissen, die Bereitschaft für Gemeinschaftsgeschäfte auch macht. Es ist hier vielleicht auch zu erwähnen, dass der Verkäufer erwartet, dass der Makler alles tut, um die Immobilie schnell anzubringen. Und da gehört wohl auch dazu, sie dem Kollegen oder den Kunden des Kollegen anzubieten. Auch der Käufer erwartet eine große Auswahl an Immobilien, wenn er zum Fachmann geht. Also wenn wir den Kundenbedarf sehr ernst nehmen, dann müssen wir zusammenarbeiten, kooperieren, Gemeinschaftsgeschäfte machen. Die Marktplatz ist die Infrastruktur dafür. Die Regeln sind relativ offen gefasst. Es spricht aber nichts dagegen, dass sich einzelne Unternehmen oder Unternehmensgruppen auch hier wesentlich enger mit Einbringungspflicht und etc. verbinden. Wie gesagt, technisch fertig. Wir haben jetzt auch einen neuen Softwarehersteller. Wir nehmen jetzt auch die Verwalter dazu. Also auch das ist ein wesentlicher Punkt, dass die Verwalter ihre Immobilie einbringen können, die Makler natürlich sowieso. Und dass wir hier jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt in dieser jetzigen Marktsituation Februar, März in die Information und Kommunikation gehen. Und ich glaube, dass auch das Immobilienportal wirklich die Wünsche der Mitglieder trifft, denn die Portale, die wir in Österreich haben, werden zunehmend teurer. Sie beginnen da und dort doch auch, ich sage jetzt einmal, die Kunden näher an sich zu ziehen, als uns vielleicht als Makler das erstrebenswert ist. Ein Immobilienportal hier als Makler oder als Immobilientreuhänder für Verwalter und Makler zu haben, ist, glaube ich, mehr als der Wunsch der Mitglieder. Wichtig ist, dass viele jetzt dann dazukommen, teilnehmen, auch diese Möglichkeiten nutzen. Die Plattform wird dann auch funktionieren, B2B und B2C, wenn viele dabei sind, wenn wir Tausende, wenn wir Zehntausende Objekte einmal drauf haben, und dann wird auch der Kundenzuspruch sein. Und wir werden dann natürlich auch die Möglichkeit haben, dementsprechend dafür Werbung zu machen. Also bitte schauen Sie sich das an, lesen Sie die Teilnahmebedingungen, werden Sie Mitglied am Marktplatz, sodass wir hier aus uns heraus auch ein zusätzliches Instrument für unseren Erfolg schaffen. Sehr gut. Ich bin jetzt ruhig, wir lassen das Publikum fragen. Und die erste Frage lautet, warum kommt das Bestellerprinzip? Ja, ich glaube, das ist ganz einfach, weil es im Regierungsprogramm steht. Das haben sich damals die ÖVP und die Grünen zum Ziel gemacht. Das Bestellerprinzip muss kommen. Oder damals hat es nicht geheißen Bestellerprinzip, sondern es muss sich was ändern an den Provisionsregelungen. Und deshalb ist es gekommen, weil sie halt das, wo andere immer schimpfen, dass sie es nicht machen, sie haben es halt gemacht und haben das Regierungsprogramm abgearbeitet. Gut, darum. Vielleicht noch eine Ergänzung. Es ist immer der Punkt auf der Konsumentenseite, dass der Vermieter einen Auftrag gibt und damit der Mieter obligiert ist, auch diese Dienstleistung zu bezahlen. Auch, sage ich jetzt bewusst. Ja. Und das Bestellerprinzip hat nun, und dem kann man nicht ganz entgegentreten, das Grundprinzip, der bestellt oder der den Auftrag gibt, soll auch bezahlen. Das ist auch der wesentliche Punkt, warum wir uns immer bemüht haben, dass es weiterhin den Suchauftrag gibt, ja, sodass also sehr wohl auch der Mieter diese Dienstleistung beauftragen kann. Dass das nicht ganz so ist, wie wir es uns wünschen, ist keine Frage. Aber wie gesagt, der den Auftrag gibt, soll bezahlen. Das ist das Grundprinzip und dem haben sich nicht nur die beiden Regierungsparteien, sondern alle politischen Parteien angeschlossen. Daher war es auch nicht verhinderbar, sondern nur mehr moderierbar, dass für uns das relativ noch Bestmögliche herauskommt. Die nächste Frage. Die Kammerumlagen sollten reduziert werden, speziell wenn es keinen wenig Ertrag gibt. Ja, wir drei sind ja nicht nur Funktionäre, sondern wir sind ja auch Unternehmer und könnten diese Frage auch stellen, wenn so ist. Ich bin zum Beispiel, ich hätte kein Problem, wenn es die Pflichtmitgliedschaft nicht gäbe, weil ich mir sicher bin, dass wir so gute Arbeit machen für unsere Mitglieder, dass wir uns auch so finanzieren könnten. Aber wir haben nun einmal in Österreich die Pflichtmitgliedschaft. Ich glaube auch, wenn ich jetzt sehe, ich kenne jetzt ziemlich genau die Kammerumlagen, die unsere Mitglieder in einzelnen Bundesländern zahlen müssen, die sind jetzt nicht übertrieben. Und
es ist einmal ein Fixbetrag und man kann ja halt nicht das an einen Umsatz oder man könnte es machen, aber wir haben einen Fixbetrag und ich glaube, und jetzt hoffe ich, dass ich demjenigen die Frage gestellt habe, nicht, dass man nicht böse ist, aber speziell dann, wenn es keinen Ertrag gibt im Unternehmen, sind Zeiten, wo man uns braucht und wo wir noch mehr tun müssen. Also ich glaube, dass das, was wir in den Fachgruppen, und das ist ja eigentlich die Leistung, hier leisten, das verträgt auch diese Grundumlage. Ich erlaube mir, die KAM-Umlage wird nach Mitarbeitern oder Umsatz bezahlt. Ja, das heißt, damit ist ja die Größe des Unternehmens und der Umsatz schon berücksichtigt. Die Grundumlage, die also uns als Fachgruppen betrifft, ja, wird extra bezahlt an die Fachgruppen direkt. Allen uns in der Kammer stehen die Ertragswerte der Unternehmer nicht zur Verfügung. Ich kann nicht ein System auf etwas aufhängen, was wir aus datenschutzrechtlichen und administrativen Gründen gar nicht wissen. Ich kann nur sagen, wenn ein Unternehmen dementsprechend wirklich auch mit der Grundumlage, nur die meine ich jetzt, Probleme hat, bitte schreiben Sie an Ihren Fachgruppenobmann und wir sind alle aufgerufen, dementsprechend auf individuelle Situationen einzugehen. Aber wie gesagt, Ertrag steht als Auslöser für eine Erhöhe der Grundumlage nicht zur Verfügung und ich glaube, das ist auch gut so. Wir sollten es gar nicht wissen. Wir würden wissen, was unser Wettbewerb... Das ist nicht unsere Aufgabe als Wirtschaftskammer, die Ertragssituationen der Unternehmen zu kennen. Mhm. Ja, bitte um Verständnis. Eins noch, ganz kurz noch, das musste ich als Fachgruppenobmann in Österreich noch anbringen. Ich habe mal Durchrechnung gemacht. Ein Mitglied, der auf unsere Seminare, auf unsere Veranstaltungen, auf unsere Beiträge teilnehmen, haben rund ein Ersparnis gegen externe Anbieter von rund 3.500 €. Das ist ein Vielfaches von dem, was ein Kammermitgliedsbeitrag bezahlt, also als Umlage zahlt, ein Vielfaches. Nehmen Sie unsere Leistung wahr, teilen Sie uns mit und wenn Sie sich wahrnehmen, dass was wir alles tun, dann bin ich mir sicher, dass Sie sehr entspannt sind, wenn Sie unseren Beitrag zahlen müssen. Gut. Nächste Frage. Wird es möglich sein, ab Gültigkeit des Bestellerprinzips Kosten für die Errichtung des Mietvertrags für Mietwohnungen im Teilanwendungsbereich zu verlangen? Ich denke nicht. Das wird wahrscheinlich eine entsprechende Umgehung sein und wird wahrscheinlich ausgeschlossen sein, dass man dafür etwas verlangt. Also an dem ändert sich nichts. Ja. Vielleicht ein Hinweis dazu. Wir hatten vor circa einer Woche ein Webinar zum Bestellerprinzip. Das können Sie im Archiv auf der Webseite www.immowebinar.at anschauen und wir werden sicherlich, sobald das wieder noch konkreter oder realer wird, wieder eines dazu veranstalten. Auch dazu muss man aufpassen, wer den Vertrag macht. Der Makler selbst darf den Vertrag gar nicht gestalten. Das ist eigentlich Winkelschreiberei. Also da muss man schon anderen Berufsgruppen da den Vorrang lassen. Nächste Frage. Welche Unterstützungsmaßnahmen gibt es seitens der Kammer bei Einführung des Bestellerprinzips? Ja, also die Unterstützungsmaßnahmen sind einmal einerseits natürlich die genaue Kommunikation und natürlich auch sicher Präsenzveranstaltungen in den Fachgruppen, um dementsprechend auch Anregungen auszutauschen über, wie man sich jetzt geschäftsmodellmäßig auf die neue Situation einstellt. Der wesentliche Punkt wird sein, dass wir gut beraten sind, dementsprechend unsere Dienstleistung so darzustellen, dass wir von den Abgebern, von den Auftraggebern Provision bekommen oder wesentlich mehr Provision bekommen, weil sie es eben allein übernehmen, das ja auch im Sinn eines Vermarktungsvorteils gegenüber dem Mieter stattfindet. Wir werden den Suchauftrag als Formular auflegen, damit eben auch für die Mieter dementsprechend formularmäßig und rechtlich abgesichert das zur Verfügung steht. Und wir werden Folder machen, die den Mitgliedern ermöglichen, die Vorteile hervorzuheben und eben auch Argumentationshilfen zu geben, um zu einer guten Provisionsvereinbarung mit den Auftraggebern zu kommen. Wir sind aufgerufen, unsere Dienstleistung eben jetzt anders zu verrechnen. Wir müssen sie darstellen und wir müssen dementsprechend auch es schaffen, dass wir dafür gute Honorare, gute Provisionen vereinbaren.
Ganz kurz noch zur Ergänzung, auch wieder als Verwalter Ergänzung, da muss ich wieder meinen Senf dazugeben. Wir Verwalter werden wahrscheinlich auch massiv dann noch mit dem konfrontiert werden, auch mit unseren Hauseigentümern. Und da haben wir uns jetzt auch schon anschließend auch zum Marktplatz hinein reklamiert, dass wir Verwalter auch am Marktplatz teilnehmen können, damit wir eben die Vermietungsquote oder die Schnelligkeit auch haben, beziehungsweise auch ein Tool haben, unsere Mitwohnungen schneller an den Mann zu bringen oder besser. Und da wieder durch die Makler an den Mann zu bringen. Und ich glaube, das ist auch eine gute Symbiose. In der Schweiz wird angeblich nur 40% des VPI, des Verbraucherpreisindex, für die Mieterhöhung herangezogen. Wäre das auch ein Modell für Österreich? Also ich glaube, dass wir nicht aufberufen sind, Modelle zu finden, wie die Wertanpassung reduziert wird. Da gibt es also wirklich sehr viele Institutionen, die sich sehr darum bemühen. Jetzt wurde die Idee geboren, es nach den Pensionserhöhungen beispielsweise zu richten oder mit 2% zu maximieren. Ich weise auf den Punkt hin, wie mobilisieren wir das Kapital für die Investitionen, die in die Immobilien notwendig sind. Und noch einmal der Punkt, die Nachhaltigkeit des Gebäudes sollte hier einen wesentlichen Input liefern. Und generell quer drüber solche Lösungen zu machen, hat halt dann immer den Nachteil, dass wir uns eigentlich damit nach unten, unsere Immobilien eigentlich nach unten korrigieren, weil wir nehmen hier Geld heraus und damit werden die Immobilien halt schlechter und wir müssen dann Modelle finden, wie wir diese erforderlichen Mittel wieder aufbringen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht unsere Aufgabe, hier unter der Wertanpassung Modelle zu finden. Gott sei Dank gibt es diese Gedanken nicht. Gott sei Dank ist das Justizministerium noch immer dabei, dass sie weiß, dass sie auch 4 Jahre lang in Wirklichkeit keine Wertanpassung zugelassen hat, dass wir die jetzt brauchen, dass wir die auch für die Sanierung brauchen und für die Werterhaltung brauchen. Und Gott sei Dank gibt es diese Modelle nicht, momentan nicht, und ich traue mir es auch nicht laut aussprechen, damit es ja nicht in irgendeiner Cloud kommt und dort verwendet wird. Gut, nächste Frage. Kollektivvertrag, ein Tag Ausbildung pro Jahr oder ist das neu mit den 3 Jahren? Kollektivvertrag, ein Tag Ausbildung pro Jahr oder ist es neu mit 3 Jahren? Nein, ein Tag nach 3 Jahren. Nach 3 Jahren? Nach 3 Jahren. Pro Jahr? Pro. Nein? Nein. Ein Tag nach 3 Jahren keine Ausbildung. Aha, ein Tag. Ja, logisch. Ja. Gut, haben wir das auch. Besteht dann nicht die Gefahr, wenn ich das MRG angreife, dass andere Dinge angegriffen werden, Betriebskostenkatalog, MRG für alle Wohnungen, Teilanwendungsbereich fehlt etc.? Ja, die Gefahr besteht immer. Ja. Wir sind froh, dass der Betriebskostenkatalog so ist, wie er ist. Der hat ja auch einen historischen Hintergrund, warum der so ist. Das ist auch unser Hauptargument, ja, weil es nicht darum geht, dass die großen Gewinne aus der Immobilie zu machen im Mietrechtsgesetz, sondern nur die Liegenschaft zu erhalten, damit das in dem Zustand verbleibt, damit der Mieter seine Wohnung ordentlich nutzen kann. Und das ist auch der Ansatz des ganzen Mietrechtsgesetzes, dass es in Wirklichkeit nicht dazu geneigt ist, Gewinne zu machen. Die Gewinne, die jetzt gemacht werden aus solchen Häusern, sind aber einfach in Wirklichkeit nur die Sanierungen, die ich vorher schon ins Haus investiert habe, die ich jetzt wieder abgegolten bekomme. Mhm. Ja? In einem echten MRG-Haus mit einem alten Mietvertrag ist das in Wirklichkeit ein Nullsummenspiel. Und darum ist auch der Betriebskostenkatalog so, wie er ist. Und ich hoffe auch, dass der Argumentation auch immer wieder auch nachhaltig nachgegeben wird, weil das ist historisch auch so vorgesehen gewesen. Und ich möchte da auf Ihre Frage zurückkommen von vorher, wenn Sie als Mitglied eine Frage stellen. Ich muss mich da mal bedanken bei Leuten wie dem Johannes Wild, die seit Jahren hier immer wieder verhandeln und draufbleiben auf diesem Thema. Und das ist genau das, was das einzelne Mitglied nicht sieht. Aber das kommt dem Mitglied zugute, dass wir hier seit Jahren blockieren und seit Jahren schauen, dass das Ganze so weiterläuft. Wie es im Endeffekt ausgeht, können wir nicht sagen. Aber wenn es nach der Politik gegangen wäre, hätten wir da wahrscheinlich schon vor 10 Jahren Änderungen gehabt. Und das haben wir nicht, weil wir dran sind. Mhm. Okay. Weitere Frage vom Publikum. Starke Inflation, VP bildet das nicht ab. Kann ich Verwaltungshonorar nach einem anderen Index rechnen, zum Beispiel Baukosten- oder Metallerindex? Ja, der wäre wahrscheinlich besser. Sie können, man muss aufpassen. Meint man das MRG-Honorar oder meint man das
ein Verwaltungshonorar, das ich frei mit meinem Wohnungseigentümer vereinbart habe, oder ist das ein Honorar, das ich mit meinem Hauseigentümer vereinbart habe? Das differenziert alles natürlich. MAG-Honorar ist festgesetzt, Kategorie A-Miete, die ist indexiert, das geht nur nach VPI. Alles andere können Sie vereinbaren, wie Sie wollen, auch noch den ostsibirischen Gelsenindex. Wenn Sie das wünschen, geht das auch. Ich frage jetzt nicht, wie der aktuell steht, aber ich wünsche mir einen viel stärkeren Auftritt nach außen. Ihr Tischler macht es persönlich nach diesem Slogan. Bei uns geht es um so viel Geld, wir brauchen viel mehr Sympathie in der Bevölkerung. Eine Forderung, keine Frage. Wollen Sie dazu? Genau, das Ihr Tischler macht es persönlich. Das haben wir, glaube ich, vor 20 Jahren schon diskutiert. Ich glaube, wir haben es in der Steiermark einmal versucht umzusetzen. Da hat es geheißen, nein, wir wollen uns nicht mit den Tischlern da vergleichen. Aber ja, das ist genau das, was ich auch eingangs gesagt habe. Wir müssen schauen, dass wir in der Öffentlichkeit entsprechend dargestellt werden. Ich glaube auch, dass wir das über die Fachgruppen sehr gut abdecken. Nur, und da darf ich auf die Frage davor zurückkommen, des Mitglieds, der gesagt hat, ob man, wenn man weniger Erlös hat, auch weniger zahlen muss. Unsere Mittel sind mehr als beschränkt. Ja? Wir haben eine Kapital für Öffentlichkeitsarbeit. Wenn ich zwei Zeitungen eine Seite schalte, dann ist das Thema erledigt. Das heißt, wir sind jetzt gerade eben deshalb dabei, dass Social Media ein bisschen zu verstärken, aber es wird sehr viel gemacht. Ich weiß es von mir in der Steiermark, ich weiß es zum Beispiel von Tirol und Oberösterreich, auch Niederösterreich ist hier Vorreiter, Wien sowieso, die sehr viel Geld in Öffentlichkeitsarbeit stecken. Nur Öffentlichkeitsarbeit kostet wahnsinnig viel Geld und leider ist es uns nicht möglich, mit unseren Mitgliedsbeiträgen so große Kampagnen zu machen, aber ich glaube schon, dass wir doch entsprechend publik sind. Wolltest du noch was ergänzen? Sind schon bei der nächsten Frage. Die lautet nämlich, welche Maßnahmen und Unterstützungen gibt es seitens der WKO im Rahmen der Digitalisierung, Stichwort PropTech? Ja, ich glaube, das Wesentliche ist einmal Information, zu wissen, was denn hier eigentlich passiert und läuft. Dazu gibt es einerseits zahlreiche Informationsveranstaltungen. Was es seit einem halben Jahr im Maklerbereich gibt, und ich glaube, Johannes, ihr werdet es auch im Verwalterbereich in Kürze beginnen, ist, dass wir einen zweimonatigen Newsletter mit einem Webinar machen, wo eine Agentur die PropTechs, die am Markt sind, die wesentlich sind, analysiert, darstellt, auch vor allem sagt, sind die unterstützend B2B oder sind die B2C, sprich konkurrenzierend, darüber informiert. Und ich glaube, das ist einmal der wesentliche Punkt, dass wir informieren und sagen, was passiert denn, was gibt es wo, was gibt es als Unterstützung in den eigenen Prozessen, in der eigenen Organisation, in der eigenen Professionalisierung und was gibt es eigentlich an möglicherweise neuen Wettbewerbern und Mitbewerbern. Wie gesagt, für die Makler machen wir es schon, für die Verwalter ist es in Aussicht und ich möchte vielleicht hier auch noch ankündigen, dass wir es gibt einen Austrian PropTech Report, den werden wir in 2 Monaten launchen und werden wir auch österreichweit zur Verfügung stellen, also der wirklich einen Querschnitt gibt, den werden wir über die Newsletter geben. Das ist dementsprechend vorgesehen und wie gesagt, der wesentliche Punkt ist Information zu wissen, was passiert, was kann ich nützen, was kann ich in meinem Unternehmen dementsprechend noch effizienter und professioneller gestalten. Da sind wir dran und werden das weiter mit hoher Aufmerksamkeit verfolgen. Ergänzend darf ich dazu hinzufügen, es gab auch schon ein IMO-Webinar zum dem Thema, ja. Vor kurzem auch im Archiv ansehbar und es wird in einer Woche wieder eins dazu geben. Also ich werde das am Ende dieses Webinars noch ankündigen. Mit Blick auf die Uhr, meine Damen und Herren, werde ich eine Schlussfragerunde nun einleiten. Wir sind bei der berühmten Wunschfrage, aber ich möchte konkretisieren, was wünschen Sie sich in zwei Richtungen? Und zwar einerseits in die Richtung der Politik und andererseits an Ihre Mitglieder. Was sind da Ihre auch Forderungen oder was erwarten Sie sich? Ja, was die Politik betrifft, habe ich es eh schon gesagt. Wir wünschen uns ein besseres Gesprächsklima und wir wünschen uns, dass wir so dort aufgefasst werden, wie wir sind, nämlich als professionelle Dienstleister, die maßgeblich zum Gelingen der Wirtschaft in Österreich beitragen.
Und vielleicht sollte mal der eine oder andere Politiker doch darüber nachdenken, wer wofür zuständig ist. Und ich glaube, dann werden wir eine Gemeinsamkeit finden, die gemeinsam für die Politik, aber auch für die Branche gut sein wird. Und was wünsche ich mir von den Mitgliedern? Ich wünsche mir, dass sie von unseren Aktivitäten Gebrauch machen. Wir sind derzeit in einer nicht gerade einfachen Zeit für alle Berufsgruppen. Wenn ich mir anschaue, dass die Bauträger momentan nicht wissen, zu welchem Preis sie bauen. Keiner der Verwalter freut sich, dass er der böse Überbringer der Nachrichten im Juni sein wird, wo wir auf einmal alle mehr zahlen müssen. Die müssen sich vorbereiten. Und die Makler sind jetzt mit dem Bestellerprinzip quasi an ihrem Einkommen und ihrer Tätigkeit gehindert. Das heißt, wir sind in keiner leichten Zeit und deshalb mein Wunsch an die Mitglieder, machen Sie Gebrauch von unseren Veranstaltungen und wenn Ihnen etwas nicht passt, bitte, dann sagen Sie es auch. Sie sind in den Bundesländern bestens betreut. Wir haben 9 tolle Fachobleute mit Ihrem Team und die sind für Sie da und wenn Sie etwas benötigen, bitte kommen Sie zu uns. Gut. Wollen Sie noch Wünsche adressieren und formulieren? Ja, ich würde einerseits sagen, unsere PR zu verstärken, wie wir es gemacht haben, die Interessensvertretung zu intensivieren, einen neuen Dialog auch mit der Politik zu finden und dementsprechend auch an die Mitglieder gerichtet, die Chancen zu suchen und zu sehen und die sind vorhanden. Nicht zu sagen, das und das geht nicht mehr, sondern die Geschäftsmodelle anzupassen, hier eben dementsprechend sich auch auf die neuen Zeiten und Chancen einzusetzen, weil wir in einer wunderbaren Branche sind, in dem Sinn, als wir ja das allüberlagernde Thema Klimawandel, ja, das uns alle die nächsten Jahrzehnte und überhaupt beschäftigen wird, in einer Schlüsselindustrie oder in einer Schlüsselbranche sind. Das heißt, alles, was wir tun, trägt wesentlich bei. Das heißt, das, was wir tun, ist sinnvoll, ja, trägt insgesamt zu einem besseren Wohnen und einem besseren Leben bei. Das heißt, auch die Frage, neue Mitarbeiter heranzuführen, die bestehenden zu halten. Wir haben eigentlich wirklich eine begeisternde Aufgabe in allen 3 Berufsgruppen. Und dieses wahrzunehmen, zu schauen, was alles möglich ist und auch die unmöglichen Dinge. Wir sind Österreicher. Ja? Österreicher machen unmögliche Dinge. Die Möglichen machen die anderen. Wir machen die Unmöglichen. Das wird oft erforderlich sein. Und ich glaube, dass wir hier gut berufen sind, das zu machen und dabei Spaß zu haben und schlicht und einfach dann auch darauf stolz zu sein, was wir geleistet haben. Danke, Herr Wild. Was wünschen Sie sich? Ich halte mich da kurz. Von der Politik wünsche ich mir weniger Ideologie und mehr Zuhören. Also wirklich die Ideologie einfach rauszulassen und dass sie uns zuhören. Das ist das Einzige, was ich mir wünschen würde. Und für die Mitglieder, ja, wir sind in der großartigsten Branche überhaupt in der Berufswelt. Es gibt keine Branche, die so viel Wissen abdeckt, so viel technisches Wissen abdeckt, so juristisches Wissen abdeckt, kaufmännisches Wissen abdeckt. Es gibt für jeden etwas, wo er gut ist, wo er kommunizieren kann, wo er nicht kommunizieren kann, wo er verhandeln kann. Es ist großartig, schön in der Branche zu sein und bleiben Sie so Mitglieder, wie Sie sind und wir machen das. Schön. Ja, vielen Dank fürs Kommen ins Studio. Dankeschön. Gerne. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Ich darf Ihnen noch die nächsten 2 IMO-Webinare ankündigen, nämlich sind beide am 24. Jänner. Wir starten um 12 Uhr mit dem Thema Widmungsänderungen und Bausperren aus rechtlicher Sicht und machen um 14 Uhr dann weiter mit dem Thema Uptech PropTech. Das ist genau das, was ich schon erwähnt habe. Ansonsten, wie gesagt, www.immowebinar.at. Dort haben Sie seit mittlerweile 6 Jahren ganz viele IMO-Webinare, seit 6 Jahren wird es produziert. Auch das, glaube ich, eine sehr gute Dienstleistung für Sie, für Ihren alltäglichen Job. Schön, dass Sie mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen.